Hey Leute, und willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion, wo wir letzte Folge die meiner Meinung nach bisher beste Entwicklung gemacht haben von einem fusionierten Pokémon Nidoking und Bisasflor. Wunderschön. Wunderschön die Rose am Rücken. Ich find's geil. Aber ja, nicht nur das, sondern wir sind auch am Suchen, am Weg, wie das Spiel weitergeht. Und ihr habt mir zum Glück geholfen. Ich habe es in den Kommentaren gelesen, danke dafür. Wir sollen von Lavendertown, also wie gesagt, ich habe das Spiel halt ewig nicht gespielt, ne? Von Lavendertown nach links in ein kleines Häuschen und dort geht's weiter. Oh, zum Glück. Aber wo Häuschen, alles geheilt hier, jo, 25, das Ei ist noch immer am nicht schlüpfen wollen. Close to hatching, ja, das steht halt immer da gefühlt, ne? Es wird bald schlüpfen, das steht immer da. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was zum Ei schlüpfen wird. Wird es ein Lucario oder irgend sowas? Keine Ahnung. Also ich soll jetzt hier irgendwie weiterlatschen. Und da ist irgendwo ein Haus. Ach, da links oben. Oh nein, ich habe die ganzen Trainer nicht besiegt. Oh nein. Okay, wir müssen erstmal ein paar Trainerino besiegen. Nidorino. Wir zünden es an. Nein, Horn Attack. Was? Ich wollte es anzünden, ganz in Ruhe. Oh, macht ja gar keinen Schaden. Slash. Also, das Mordlord Vulpix ist halt nicht so stark. Ja, also, gefühlt müsste es sich mal entwickeln zu Vulnon, damit es vielleicht gut wird. Aber ich bin mir da auch sehr unsicher. Bin leider sehr unsicher. Glutexo Nidorina sieht ja so gut aus. Ach du Scheiße. Das ist ein Drache, Bruder. Das ist mehr ein Drache als Glutexo. Alter, ist das geil. Und jetzt unser Georock Shillock. Da bin ich auch sehr gespannt, ne, wie es als Geowatz Turtok aussehen wird. Was, das war sehr, sehr, sehr effektiv. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Alter. Zum Glück macht es ja uns auch keinen Schaden. Ja, natürlich. Wieder, ja, ja. Krass. Also ein Feuer-Pokémon hat uns gerade Half-Life gebracht. Bevor wir es mit einem Wasser-Pokémon besiegen konnten. Hex. Was war Hex nochmal? Wieso eine Geistattacke? Bei Mordlord und Vulnona eine Geistattacke? Finde ich jetzt leider nicht so sinnvoll. Aber die Mudbomb? Na komm, weg mit der Mudbomb. Dann haben wir halt eine geheime Geistattacke rumliegen. Ist doch, glaube ich, auch nicht schlecht zu haben. Eine geheime Geisterattacke. Nehmen wir doch mit. Okay, jetzt muss ich also noch einen besiegen. Und dann da zu dem Haus hoch. Oh, da muss ich noch jemanden besiegen. Oh, nein. Fünf Pokémon? Hat die fünf Pokémon? Und was macht dieses Vulpix? Was macht dieses Vulpix Taubsi da? Nein. Aua. Vulpix Taubsi, ey. Oh ja, jetzt mit dem Feuerstrahl gefangen. What the... Das ist ein sehr... Angry... Reflect... Nö. Ein sehr angry... Assurance? Was war Assurance? Ah. Ah. Hm. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wechseln, ja. Wir wollen ja alles am Zielkampf gleichen Level halten. Also mit unserer Georock. Oh, wir brauchen ja noch Namen auch für die ganzen. Oh, scheiße. Okay, Bulldoze. Nein, jetzt überlebt. Das ist so nervig. Ein Ratzfratz-Magnetido sieht aber auch nicht schlecht aus. Muss man sagen. Und warum hat die fünf Pokémon? Was macht das Pikachu-Kadabra da? Was macht das Pikachu-Kadabra da? Und dann ganz so schnell. Shit. Pikachu Kadabra. Sachen gibt's. Alter Verwalter. Das ist irgendwie lustiger. Irgendwie ist es lustig. Muschas Nidoran? Also, die hat schon lustige Entwicklungen, muss man ihr schon lassen. Die hat aber was anderes, ne?
Alter, was hat die alles? Was hat die alles? Mauzi Dragosso, auch wunderschön. Alter, krass, wie viele Entwicklungen wir, wie viele Fusionen wir jetzt in einem einzigen Kampf gesehen haben. Nein, da muss ich ja gar nicht hoch. Das war die Treppe nach unten. Nein, der Kampf war unnötig. Aber hey, wir müssen ja leveln. Mauzi Magma? Das ist nicht so gut, ne? Können wir es vielleicht schnell besiegen? Schlecht. Dann müssen wir eine Opferung machen wahrscheinlich. Oh, verwirrt. Komm schon. Jo, selbst verletzt. Perfekt. Alter, Bibor. Unser Bibor Kadabra. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Alter. Das ist auf Anthem. Mal wieder campen. Unser Zoroa Kadabra. Also... Dieses Mauzi Roxana. Rosana. Mauzi Rosana. Verwirrt mich auf vielen Ebenen. What the fuck? Wie das aussieht. Wie das aussieht. Als hätte ein kleines Kind ein Mauzi als Haustier und es angemalt, so wie es gern hätte. WTF. Elektromauzi. Der hat echt geile Mauzi-Entwicklungen. Verwirrt, 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 verwirrt. Nein, nicht verwirrt. Der hat echt geile Mauzi-Entwicklungen. Unglaublich cool. Aber unserem Pokémon geht's gar nicht gut. Alter, bist du riesig. Alter, bist du riesig, Bisaflor. Er braucht den Bildschirm für sich. What the fuck? Okay. So, jetzt das Haus hier. Das Haus. Okay. Halt einfach rein oder steht der mir zum Weg? Echt jetzt? Ja, Mann, noch ein Kampf! Ich habe doch schon unnötig 3 Kämpfe gemacht. Also unnötig nicht, aber ja. Verwirren, verwirren, verwirren oder besiegen? Nein. Ah, perfekt, hat daneben gehauen. Das ist okay. Was haben wir noch? Mew haben wir noch. Hat noch ein bisschen Leben. Vielleicht kannst du noch irgendwas besiegen. Wieder ein Quapsel. Slam! Fast Critical Hit. Nein, Body Slam! Nein! Mordat ist doch so ein guter Verteidiger eigentlich. Uns gehen die Pokémon aus. Uns gehen einfach die Pokémon aus. Holy, was? Oh mein Gott, ist das süß! Ist das süß? Ein Smetbo. Kapuzzi, müsste es sein. Ein Smetbo Kapuzzi. Ist das süß. Ach du Scheiße, süß. Nein, er hat überlebt. Ein bisschen verwirrt. Nein, selbst verletzt. Er hat sich selbst besiegt. Der Schmetterling hat dafür gesorgt, dass wir uns selbst besiegen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Kapuzzi Smetbo. Also ganz ehrlich, die ganze Route hier, ne? Ich wüsste nicht, wer mich am meisten überzeugt hat von den ganzen Fusionen, die wir gesehen haben. Es sahen so viele so gut aus, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, okay, das war das Beste gerade. Yeah, full heal. Immer schön die Mülleimer durchsuchen. Haben wir es jetzt echt in die Stadt reingeschafft? Wo sind wir? Haddon City, ist das nicht die, ist doch die richtige, oder? Sind wir jetzt nach links gelaufen, ne? Oh, der hat einen Ponita. Was willst du haben für deinen Ponita? Raichu. Aber warte mal, Keladion City, ist das nicht die Stadt, wo wir hin müssten? Jo, okay, wir haben jetzt die mittlere Stadt ausgelassen, sind jetzt nach links. Hier soll irgendwo überhaupt auf. Hier soll. Was ist mit dem Quack so hängen? Hier in der Stadt. Kann ich da in den Garten rein? Nee, nur mit Surfer wahrscheinlich. Müller ist nicht so super.
So, jetzt sag, wir sind hier eigentlich, um das Geisterdings zu bekommen, ne? Hier ist ein Shop. Hier steht ganz verdächtig. Wir sind hier wegen dem Geisterding. Soweit ich weiß, gibt es hier aber auch die Pokéflöte. Ist das die Stadt, wo man irgendwo hin? Da. Mozi. Bringst Money? Okay. Wer war das noch? But I could see your Pokédex complete if you can get on. Okay, also er kann unseren Pokédex vollständig bewerten, wenn wir 420 Pokémon haben, die normalen. Und das ist hier das Gebäude der Spieleentwickler. Evoli ist drin, genau. Okay, wir spazieren nur mit Evoli rum. Das ist mein Evoli. Hab's geklaut. Lauf, 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 lauf. Schnapp dir das Evoli und hau ab, Bruder. Ihr habt alle nichts gesehen. Okay, es war nur das Haus. Kein Price Exchange. Hier ist das Spiel. Spiel-Dingsy. Gibt's da nicht von irgendjemandem einen Münzkorb oder so? Leider niemals spielen. Er kann nicht gewinnen. Auf Dauer. Das macht keinen Sinn. Mist. Warum ist da echt nichts hinterm Poster? Ich hätte es geschworen, da ist was hinterm Poster. Ein Hotel wieder. Okay. Irgendwas war da unten. Also da unten war die Pokéflöte auf jeden Fall. Was ist hier? Das sah so verdächtig aus. Das sah verdächtig aus. Und du hier? Hat er gerade Flöte gesagt? Okay, also wir müssen den Arena-Leiter der Stadt besiegen. Und da unten ist gerade Action. Komm ich da hoch? Da ist der Arena. Ist das Gary? Ach so, hier ist eher das für die Geister. Und drüben ist dann die Pokéflöte. Okay, 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 okay. Da unten ist das eher für die Geister. Und das ist die Arenaleiterin, oder? Das ist Erika? Ja. Okay, also wir müssen also das jetzt hier machen. Aber das Evoli ist noch dabei. Scheiße. Oh nein, wie werde ich das Evoli los? Bin ich jetzt lang genug mit dem Evoli rumgelaufen? Zählt das schon? Also welches Haus es war? Bin ich jetzt lang genug mit dem Evoli rumgelaufen? Was ist das Haus? Das Haus. Bin ich jetzt, also kann ich das wieder abgeben? Ich würde es gerne wieder abgeben, das Evoli. Hallo? Kann ich das Evoli wieder abgeben? Ich will gerne in den Kanal runter. Ja, sonst gehört das Evoli.
Das ist krass. Wir haben jetzt ein Evoli. Und das gibt sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ich persönlich bin dafür. Und ich werde es auch tun. Wenn ich mir 1000% nicht sicher bin, wie das in dem Spiel funktioniert. Wahrscheinlich nachts. Ich werde Nachtara machen. Ich werde sehr hart probieren, ein Nachtara zu machen. Und da frage ich mich, mit was fusioniere ich ein Nachtara? Das ist eine schwere Sache. Das ist wirklich eine schwere Sache. Nachtara ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Wieso sammle ich zuerst? Oh nein, das ist dieser Blödsinn hier unten mit den... Mit den Wasser. Oh, da bin ich ja schon mal ewig stecken geblieben. Dieses Wasser, ich kann das Rätsel nicht leiden. Ne? Also ich bin sowieso kein Fan von Rätseln in Pokémon. Ey, das ist Mugmug, sieht geil aus. Gott, das ist Utrigaria. Tangela. Ja, also ich bin prinzipiell kein Fan von Rätseln. Muss ich nicht haben. Ich trainiere einfach lieber. Fange einfach lieber. Das ist für mich eher das Wichtige. Okay, gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Psycho-Cut? Scheiße, ich weiß nicht. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob... Also ich sehe es jetzt nicht. Also muss ich es wahrscheinlich vergessen erstmal. Ich sehe es jetzt nicht, ob unser Bibor ein Spezialangreifer ist oder ein physischer. Okay, Special Attack ist viel höher. Okay, also alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Special Attack ist am höchsten. Dann gibt es Items. Super Repel. Okay, kann man brauchen hier unten. Full Restore, auch nicht schlecht. Okay, aber hier kann man nichts machen. Hier kommt man rüber. Genau, hier unten ist nämlich auch Pokémon. Und ich glaube, nichts Brauchbares. Aber, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn ich so drüber nachdenke, es ist ja ein gutes Level-Ding hier auch, oder? Kriegen wir da gute Erfahrungspunkte? 196, nicht wirklich. Und? 200. Hm. Weißt du, was es lohnt? Oh, ein Ultraball, Hyperball. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich sie anquatsche, heilt sie uns, wollte ich sagen, aber sie hat mich nicht geheilt. Die heilt mich immer. Magnetilo, sehr geil. Sehr geil. Aber jetzt hier was zu fangen mit ihr geht, glaube ich, gar nicht. Aber hier geht es nicht weiter nach rechts. Also ich muss nach links gehen. Das hat die Frage, wenn ich mit ihr eh nichts fangen kann. Aber oh, der eine schwebt ja wieder, ne? Oh ja, sie sind geheilt. Sehe ich es erst. Sie sind ja geheilt. Okay, also das hat kein Schwebe gehabt, das Magnetilo. Verwirrt mich ein bisschen. Ja, Level 26. Okay, also können wir doch gut trainieren mit ihr. Wir können sehr gut trainieren mit ihr. Wo geht's denn weiter? Ist das ein Rocket? Dann muss ja hier weitergehen. Ah, kompliziert. Und ich brauche dringend noch einen guten Morgenkaffee, Bruder. Ah, die Team Rocket Bälle, sehe ich erst. Wie geil sind die denn? Oh Gott, das Radikal Tentoxa ist sehr creepy. Nein, verwirrt! Aber ganz sagen, das Rasierblatt muss ja richtig reinpfeffern. Ah, der levitated. Okay. Smogon schwebt also. Sie hat es ein bisschen mit ihrem Rasierblatt. Ja, perfekt. Aber ja, das hier unten ist dann also echt gut zum Trainieren. Das müssen wir mal, mal gucken. Okay, geht's wieder nach oben. Das ist ein Doppelkampf und da geht eine Leiter hoch. Oh, ein Radikal. Also eigentlich müssen wir hier jetzt gut Zeit verbringen. Wir kriegen nie wieder so einen Trainingspartner, der uns mit die Erfahrungspunkte sammelt.
und der uns nach jedem Kampf heilt. Er ist 27, ja. Ihr seht, wie schnell es geht, ne? Zack, wieder hochgelevelt. Also, wie gesagt, so schnell, ne? Was ist das für eine Leiter? Ah, das ist jetzt... Okay, jetzt fängt die Scheiße an. Das ist jetzt so eine Leiter, wo man eben hochgeht, dann einen Knopf drückt, dann geht das Wasser nach oben, glaube ich. Und dann kannst du woanders wieder runter und... Ach, leck mir da ein Zückerle. Also, ich denke, nächste Folge werden wir da auch noch hier unten sehr hart verbringen. Der hat's mit ihren Nidorinos. Ah, oh, so schön. One hit. Und Level 27. Geil. Geil. Geiles Pokémon. Okay, und hier kommen wir jetzt nicht weiter. So, das heißt, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir... Oh, das ist Ratz, Ratz, Smogon. Jetzt müssen wir nach oben. Dann können wir hier den Knopf drücken. So, jetzt... Müsste hier unten genau die Brücke zum Beispiel sein. Der Typ schwimmt gerade. Hier... Kann man... Nicht runter. Ah, das ist die Rätsel, ne? Das wird ein bisschen dauern, wie gesagt. Slimer. Wenn ich mich richtig erinnere, halt, kann man halt nichts fangen mit Erika, soweit ich dachte, weil sie greift ja auch alles an. Wieso geht's hier nicht rüber? Hm. Das ist ja fies. Zwei Slimer. Hier komme ich also nicht weiter. Wenn ich jetzt hier flute, komme ich da nicht weiter. Hm. Ja, ich lasse erstmal noch. Ne, wisst ihr was? Wir testen das jetzt. Au. Okay. So. Könnte ich jetzt einen Pokéball werfen? Das ist die Frage, aber sonst. Ne? Jo, ah, es geht doch! Oh, ich dachte, es geht mit Erika nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe random gerade einen Slimer gefangen. Ich habe einen random Slimer gefangen. Lul. Obla. Obla. 28. Jetzt brauchen wir da 100. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssten ja nach rechts gehen. Nach oben wahrscheinlich eher nicht, oder? Ach, hier kommt man hin. Bringt uns ja gar nicht. Aber was ist nach oben? No. Okay. Hm. Was hat mir das Wasser dann gebracht? Also erstmal nichts anscheinend. Wenn ich hier runter gehe, kann ich hier runter und da rein. Okay, das war dafür da. Dann kann ich die Leiter da wieder hoch. Dann hier runter. Ah, vielleicht muss ich das Brettchen runter schubsen? Ich weiß es gerade echt nicht. Ah, ich glaube, das ist ein schlechter Trainingspartner, das Slimer. Das dauert viel zu lang. Ja, das dauert zu lang, die zu besiegen, glaube ich. Kann ich irgendwie das Brett runter schubsen? Nee. Doch, kann ich. Perfekt. Okay, jetzt wieder hoch. Es ist eine Wissenschaft für sich alles, ne? Das ist eine Wissenschaft für sich, das ganze Scheißrätsel. Oh, Slimeock, den brauchen wir. Zum Bekämpfen. Das sollte ein guter Erfahrungspunkt geben. Wir haben jetzt beide nicht getroffen. Wir können Slimer nicht angreifen. Slimeock nicht angreifen. Warum? Jetzt vielleicht?
Können wir den jetzt angreifen? Irgendwie war das komisch. Er wurde vorher nicht getroffen. Wow, das hat Schaden gemacht. Oh, ich würde den so gern besiegen. Drehen sie mal eigentlich auch fangen, ne? Stimmt, zwecks Pokémon Tausch. Wenn wir euren Pokémon tauschen immer, nach dem Arena-Kampf, dann wäre es halt Level 28. Nein! Das wäre wichtig. Das wäre wichtig, Leute. Ja, das ist echt gut. Wenn wir dann irgendwann Erika besiegt haben, dann wir diese Tickets bekommen fürs Tauschen. Das ist mega gut. Dann können wir Level 28er Pokémon bekommen. Das ist geil. Das ist geil. Okay, das ist geil. Wenn ich jetzt richtig sehe, kann ich darüber. Ja, genau. Und dann über die Brücke unten. Jetzt sind unsere Pokémon wieder geheilt, oder? Ja, genau. Also Erika heilt mal. Das ist sehr, 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 sehr gut. Hier jetzt drüber. Genau. Darüber. Und zwei radikal. Kann man die schnell besiegen? Gibt's da gute Erfahrungspunkte? Au. Boah. Boah. Wir sind echt schnell. So gemein, dass er nicht das andere Pokémon angreift, wenn das eine schon besiegt ist. Ja, das war okay. Das gab gute Erfahrungspunkte und ging schnell. Aber ja, ich würde sagen, hier über die Brücke geht es dann nächste Folge weiter. Ich hoffe, wir schaffen es nächste Folge aus diesem Kanal wieder raus, der Kanalisation. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Geile Fusionen gesehen. Wir kommen im Spiel weiter. Wir wollen natürlich zur Pokémon-Liga. Wir wollen der Allerbeste sein. Wir wollen Kyoto, Kanto. Wir wollen alles machen. Wurde fast gedacht. Haut rein und ciao.